Zunächst die Frage, was ist Java überhaupt? Anschließend werden wir uns mit der Geschichte von Java kurz auseinandersetzen. Es folgt die Auflistung von Eigenschaften von Java und Begriffen, die im Zusammenhang mit der Java-Programmierung wichtig sind. Dann werde ich erläutern die generelle Arbeitsweise von Java und ich werde ein erstes Java-Programm zeigen. Diese Unterrichtseinheit schließt wie immer mit einer kurzen Zusammenfassung.